Hallo und willkommen zurück zu Shininjas Let's Plays und Van Helsing The Final Cut. Wir sind in der letzten Folge hier in der Stadt angekommen mit unserer Begleiterin Katharina, durch die wir hier überhaupt reingekommen sind. Honest. What? You friend the boss? Aye. And he's sing like a bird. So where did he hide our treasure? In the forest, at the werewolf totem pole. Aha, sowas kann man kaputt machen und kriegt sogar was für. Who was this man? This is the statue of King Borislav the Just. I think we need all three. Whatever that's missing from here. Okay. Und hier geht's weiter. Na dann. Power-Up-Ressource. Power-Up-Fertigkeiten. Ich hab. Achso, das sind Power-Up-Fertigkeiten. Das ist gar kein passives, was ich dachte. Das ist natürlich schade. Gibt's hier irgendwie nur Gold in den Kisten? So, wir spielen immer noch auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad. Bisher passt es auch noch. Ich muss nur aufpassen, dass ich halt nicht direkten Schaden kriege. Beziehungsweise nicht zu viel davon. You really should consider brightening up your home with one of these. Looks like a villager. Poor devil was robbed and hanged. It happened recently. His aura is still glowing faintly. Aren't you going to bury him? We don't have time. Once the forest is safe, I'll tell the villagers he's here. Okay, sie hat ein Level up. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie finde ich Magic Find sehr attraktiv. Ja, doch ein paar mehr Gegner. Aber so langsam vom Schaden her ist es ganz gut. Ah, diese Wände. Ganz schön groß das Gebiet. So, wir haben einen Umhang und einen Ring bekommen. Und der Umhang ist gelb. Arkan und Mana. Und da ist ein Ring. Das heißt, einen von den Ringen können wir ihr jetzt geben. Immerhin eins auf alle Attribute. Dadurch wird auch sie stärker. Sie hat einfach mal schon 923 Leben. Ich habe 340. Na los. Da war gerade jemand, eine Online-Benachrichtigung. 3 Meter erweitert, Explosionsradius. Da steht aber passiv dahinter.
Da steht Power-Up dahinter, okay. Elite Pack, würde ich das mal nennen. Schon wieder ein gelbes Item. Also so langsam glaube ich, dass das mit meinem Magic Find gar nicht mal so schlecht ist. So, kann sie einen Hut tragen? Nee, nur ein Amulett. Das ist ein Umhang. So, und das macht Änderung Speed. Abklingzeit. Ach, das ist eine Waffe. Zaubermanschette. Was hat sie? Gespensterklaue. Ist rot bei ihr. Ist auch rot. Okay. So, ob das ein Teleporterbrunnen ist, sieht ganz danach aus. Und direkt zum Dorfplatz, sehr schön. What brings you here, mysterious stranger? Ich bin der Mysterious Stranger, hier sind lauter Monster und ihr habt hier drin ein Lager. So, aber Nebenquests werde ich mir jetzt nicht durchlesen. Sonst werden wir das Spiel nie erforschen. So, da war ein Stiefel dabei. Sieht immer so aus, ob es da noch lang geht, aber... ist nur diese Perspektive. Ein Ring. Und die Werbe kommt direkt durch den Wald. Oh, sie hat auch ganz schön kassiert gerade. Aber Level Up bringt scheinbar. Auch Heilung mit sich, sehr gut. So, vielleicht sollte ich hier aber auch noch nicht in die Ecke lang. Wandernder Geist. Oh, he's clearly oblivious to his situation. Are you jealous? Nonsense. He is so weak that I could control him with my will. You can control other ghosts? Weak ones, yes. Want me to show you? Make him follow us. I think I know how to help him. You took my name. Careful. This creature feels strong. Be gone, evil spirit. Evil spirit? Could that be me? No. That's someone else who looks just like you. You're a power... Yes. You're... Kannst dich anklicken? Nicht identifizierte Sens. So, das packen wir erstmal dahin. Und sie kriegt den zweiten Ring. So, unten leuchtet jetzt was. Das ist doch der Tote, der da hing. Ah, das ist also er. Is that me? Yes, you were murdered. I was murdered. You should be avenged. Perhaps
I should be avenged. No. I must. Aber schwächer als der andere. Geborgene Leiche. Well, I blame you. Yes, I blame myself too. Ein seltenes Artefakt. Der Ring scheinbar. Achso, da ist einer schon nur zwei auf alle Attribute. So, mehr ist hier aber erstmal nichts zu tun. Nichts aus. Oh, a gruesome puzzle. Let me see. The wagon was attacked by the soldiers. And werewolves. No, the distribution of the paw prints is all wrong. They just rushed in and out. Did you just say distribution? And this track here? Is deeper. The beast was carrying someone. I'm impressed. As you should be. Right. Let's go find us a werewolf lair. Schön, dass ich mit den ganzen Leichen interagieren kann, da aber nirgendwo was ist. Harpien halten echt gut aus. Ein Göppel, ich glaube, wir haben noch keinen. Nee. Und eine Rüstung. Damit haben wir jedes Rüstungsteil einmal. Nee, Hände. Nee, doch die. Und Amulett. Nee, das sind noch Standarddinger. Hände und Amulett. Beim Splash-Zauber nervt, dass er so lange braucht. Und nicht wirklich Splash ist. So. Leben geht eigentlich gerade. Ich gehe auf Schaden. Täubt. Stufe 7. Ich hätte lieber, glaube ich, einen Kettenblitz, der zwischen den Gegnern hin und her springt. Das wäre geiler. So, mal da mal Level up. Magic Find hoch und Angriff und Leben. 400, der hält aus. Und macht Schaden. Geschafft. Zum Lager zurückkehren. Achso, das war die Quest von denen. Das war knapp. Das sind noch deutlich mehr Gegner als gedacht.
Okay, gehen wir mal die Quest noch ab. Das ist da, wo der Held ist, transparent ist, finde ich richtig cool. Das hat mich bei Wolsen ein bisschen gestört. Nicht bei Wolsen, bei POE. Hey, you did it. I'm as good as my word. Fertigkeiten zurücksetzen. Aha. Sowohl von mir als auch vom Dings. Give me your hand. I'll tell you your future for free. Und Gegenstände verzaubern. So, die neue Maske macht Speed hoch, aber Lebenspunkte runter. Blitzschadenbonus. Na, das klingt doch sehr gut. So, kann ich bei ihr auch verkaufen? Nee, ich kann nur zaubern. Für 600 kann ich es verzaubern lassen. Waffenschaden drauf. Physischer Widerstand. Okay, den Rest lasse ich mal. Sprecht mit dem Alchemisten, findet den Wolfsbahn. Ich gehe mal zur Stadt. Vielleicht eine der Quests müsste doch schon fertig sein. Ja. Direkt hier. I gather you were the one who helped me, yes? I had selfish reasons. I need to know what happened in Borgova. Science happened. Which means? That there are experiments where you create a monster. And Borgova is a monster now. There is a well in the village where the ink seeps out into this world. An ink tide snatched away a bag of valuable components from me. And how can I help you with that? If you could climb down into the well and risk your life by looking for my belongings, I'd be very grateful. I had a feeling you'd say that. Fähigkeitspunkt bekommen. Und scheinbar ein Level up. Jetzt habe ich auf jeden Fall deutlich weniger Leben dadurch, dass ich 2, Mindeststufe 20. Vielleicht gucke ich mir noch mal was anderes an. Aber es ist schade, dass ich halt hier so viel schon reingesetzt habe. Aber ich könnte ja Fähigkeiten zurücksetzen. So, und wo ist der Brunnen? Hier links, wie es scheint. Doch vorher sollte ich vielleicht verkaufen. What is that? You didn't recognize it? That's the ink. The dark material of creation and dreams. But that's a myth. Borgovia is the only place where the ink leaks through the cracks of the world. So you can enter the ink here? Yes, and then you can travel below or behind this world and appear at certain places. That's the ink walk. Oh, you mean teleport. That is such a cliched word. Und bringt mich das immer wieder zum selben? Ein Schmied. Nee, lagern will ich nicht. Ich möchte eigentlich verkaufen. Ach, da unten ist ja auch einer. Boy, stop bothering me. So. Schauen wir mal hier noch kurz hin. Scheint eine Nebenquest zu sein. Zwar Harpien, aber nicht so stark. Die Masse macht's bestimmt. Oh, Katharina ist gerade ein Geistgeist. Kurz in einem geschwächten Zustand. Aber ihre passiven Zähne noch, okay. So langsam könnte sie mal wiederkommen. Da oben sieht man es noch 22 Sekunden.
Weil ohne sie, ja gut, ich krieg gleich ein Level ab. Die Gegner blockieren mich. Puh, Level up. So, Lebenspunkte. Ah, diesmal durfte ich 2 Punkte verteilen. Wie viel Schaden machst du mittlerweile? 5 bis 9 alle 0,5 Sekunden. Quasi so eine Art Rift. Oh, und ich sehe gerade, wir sind bei 21 Minuten. What? Okay, Respawn kostet Geld. Am nächsten Kontrollpunkt in Markova. 600. Wir haben 1000 noch was. Hier Respawn. Ah, das dachte ich mir, dass das dann hier ist. Oh, vor allem habe ich gerade 453 wieder bekommen. Sollte das vielleicht meine Leiche sein, weil ich hier gestorben bin? Oder war das einfach eine, die ich vorhin vergessen habe anzuklicken? Ja, mittendrin stehen bleiben ist auf jeden Fall nicht gut als Magier. Sie kassiert! Okay. Aber auch egal, wir wollten eh Pause machen erstmal wieder. Beziehungsweise eigentlich haben wir schon ein gutes Gefühl von dem Spiel, finde ich, bekommen. Finde es eigentlich ganz nett, könnt es mir vorstellen, es weiterzuspielen. Ich mache es aber wie immer von euch abhängig. Also wenn es euch gefällt, dann liked es doch bitte und schreibt in den Kommentaren, ob ihr es weitersehen wollt. Dann würde ich es auch weiter spielen. Es hat übrigens auch einen Koop-Modus und man könnte den auch online zu zweit spielen. Oder ich glaube bis zu 4 sogar. Ja, dann schreibt mir doch, wenn ihr darauf Bock habt und dann machen wir das gerne auch zusammen. Dann bis zum nächsten Mal.